Ja, warum es gerade so still ist, habe ich das kurz mal weg. Da versuche ich mal alleine den Bahnhof ein bisschen zu halten, ne? Ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil er kann nur mit Linksklick umschalten. Ich glaube, das wird dann ein Rausschnitt. Probieren wir mal was. So. Mal schauen, was haben wir denn hier? Also ich bin mal mutig und vorne tot. Warum? Ich kann nur auf dich warten. Wow. Hä? Jetzt hat er mir. Ich hab W gedrückt und er hat mich ausgezoomt. Lol. Also dieses Maximum Zoom Mod, ich bin da nicht so begeistert von, muss ich zugeben. Ich finde es ein Da hast du bisschen. aber komisch. Also, die Probleme hatte ich bis jetzt nie. Da, dass ich gerade da komplett rausgezoomt bin, fand ich komisch. Also ich bin mit Fullspeed jetzt auf der Bahnstrecke, also fahren wie auf Schienen, ne? Enemy ist hit, nicht passiert? Geht doch. So, und jetzt fahre ich die volle Esse seitlich rein. Uah. Ja, da kommt jetzt ein Jihad und auf der anderen Seite ist irgendwo noch ein Marder. Ja. War ein Marder? Nee, ist noch ein Marder. Ah, jetzt weiß ich warum. Ich habe bei meinem Mausrad das Geraster rausgenommen. Ah. Weil ich eben bei So, dem. ab auf den Jihad. Genau, bei dem Maximum Zoom Mod nämlich reinzoomen musste. Und. Oh, der nimmt natürlich schon wieder mich, ne? So, schön. Jetzt auf zum Cap. Hey, schon 5. Wobei, da waren glaube ich 2 Abstaube dabei. Ah, das ist natürlich doof, dass ich die Kamera nicht umgestellt habe. So, jetzt fahre ich in T82 seitlich rein und dann hat sich das mit dem Das auch wär's erledigt. gewesen. Vorsicht. Warum? Ach so, nee, das Ding lässt sich doch kaputt machen. Wow. So, Cap Reset. Ich bin am Wie ihr Bahndamm. seht, wenn es sollte immer mal einer in jeweils der einen Base warten und gucken, ob irgendein Idiot mit Anhang über die Bahnschienen kommt, so wie wir gerade. So, da versuche ich mal meinen Krieger zu machen. Dammit. AMX 38 ist schwer. Aber immerhin weißt du das um die Ecke unerwartet. Ja, Leute, let's fail. Was? Ich treffe den nicht. Du sollst. Oh, das ist ein Beta 38. Scheiße. Ah, oh, da brauchst du Tank-Destroyer-Unterstützung. Und der Ja. hat nur noch einen AP. Nee, das, was mich geärgert hat, ist, ich habe den bei zweimal voll eingeaimten Kreis beide mal angeblich nicht getroffen. Okay. Oh, T28 mit der Trollgun verschossen. Und dann einmal gedingt. Und unsere Arti scheint es nicht hinzubekommen. Das war scheiße. Das ärgert Oh, mich jetzt. doch, 18 Damage. 111 Damage. Geht doch, so langsam. Und der andere fährt aus dem Cap raus. Ja, Also ich bin schön. zurück, ich bin jetzt zurück ins Ding gegangen. Ja, ich gehe auch raus. Ich habe mit dem Vickers sage und schreibe 220 Erfahrungspunkte gekriegt. Was? 220 gedoppelt? Ja. Das ist natürlich ungünstig. Das ist natürlich, da bin ich wieder ganz unten. Was ist denn das? Ich komme mit diesem kleinen Load-Hit-Ding halt einfach nicht klar. Normalerweise bin ich eigentlich viel höher. Den Turm von 1936? Den T26-Turm? Ja, habe ich auch schon genommen. Ich bin am Überlegen, mein bisschen Free-Erfahrung zu nutzen für die Pom-Pom. Oh, das wäre bei mir ein bisschen sehr viel Free-Erfahrung. Ah, deswegen. Ich bin überlegen, ob ich die 45 mm nehme. Die 20K. Weil ich bin nicht so der Pom-Pom-Fan. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Sie ist zwar ganz nett, aber nicht so meins. Na, hier ist es halt die Einzelschuss-Pom-Pom, noch nicht die Doppelschuss-Pom-Pom. Die ist aber wohl teuer. Nehme ich mir die 45 mm oder. Ah, warte mal, kann ich überhaupt. Warte mal, kann ich es überhaupt Kannst du laden? ruhig machen. Ich habe 440 Kilo frei.
Der Turm hat eine Kilo-Differenz von... Okay, ich brauche erstmal die Ketten. Turm hat sich es hat sich erledigt, ich brauche die Ketten. Ja, die habe ich. Ich habe Ketten im Motto genommen gehabt und dann Turm und dann überlegt. Na, ich habe jetzt Ketten und Turm. Und jetzt muss ich... Okay, bin soweit. Das chinesische Ding? Ja. Okay. Not enough du hast jetzt... Achso, Ketten und Turm hast du genommen. Als nächstes holst du dir die Kleine. Die 45 Mil oder was das war? Ich denke mal, ja. Pom, pom, baby. Hast du jetzt Free Experience genommen? Ja. Reines Tier. Also Problem. Langsam drücken die Kopfhörer nach circa 4 Stunden Aufnahme. Hm. Ne, das ist bei meinen nicht so zum Glück. Ein bisschen. Vielleicht bin ich es auch einfach nur nicht gewohnt. Ich habe ja nie... Also Leute, wenn ihr zu zweit spielt, da könnte man das nämlich ganz gut mal probieren. Hamster, dich würde ich mal hier campen lassen, vorne bei den Büschen. Ich camp gerne, ja. Ich pack mein Zelt aus und den Campingkocher und dann... Ich roll bis hierhin an die Kante. Ach so. Dass du mir quasi den Rücken frei hältst, weil die Gegner müssen quasi vorformen, aus den Büschen heraus, um auf mich schießen zu können. Und ich wiederum gucke in den Westen. Süden. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf geht's! Ah, ich kämpfe gerne. Weil das Inche Dove ist, das Ding der Tier 2 ist nie mehr so wirklich schnell. So, das ist ein T2 Medium, der hat sich gerade mal ins Camp gestellt. Ne, ist ein Light, ist aber für 40. Und auf der Plane dann auch nur noch 30. Ne, der Medium hat sich direkt halt an die Hauswand gestellt, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt will ich mir überlegen, ob ich dem eine reinzimmer, nur damit er merkt, dass er da nicht willkommen ist. Aber das wäre ein bisschen doof von mir. Wer schießt denn da als? Auf dem Ding lädt die Pompom aber wesentlich langsamer nach. Oh, soll ich dem T2 eine geben? Wieso, was hat er gemacht? Der nimmt mir meine Deckung, indem er down schießt. Nö, lass mal. Nur damit ihr es wisst, wenn man schießt, macht man alle Büsche im Umkreis von 15 Meter durchsichtig. Ja. Und entsprechend ärgerlich ist, wenn man so einen Idioten wie den neben mir hat, der andauernd schießt, weil dann hat man nichts davon von seiner Deckung. Wie wurde mir jetzt gerade der Motor zerschossen? Ich habe keine Ahnung. Von hinten, aber... Ich weiß, was passiert ist. Ach du Scheiße, wie haben sie denn das hingekriegt? Okay. Ja, ich wurde von einem Tier 2 Light Tank zerstört. Das ist ein Premium-Fahrzeug. Ich wusste aber nicht, dass der auf der Distanz so da durchrockt. Also, ich würde jetzt mal glatt vermuten, auch wenn das immer so die Standarderklärung ist, er hat mit Gold geschossen. Komm lieber zurück. Also, ich bin leider tot. Ich hab den Light Tank hinter euch. Das ist der Light. Das ist ein Light, ja. Die sind irgendwie da mittig durchgefahren. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich kann da halt auch nichts machen, weil ich habe die gesamte verdammte Klosteranlage dazwischen. Ich freue mich, ob wir da durchgekommen sind. Also, auf der Map kenne ich mich so aus, die hat man einfach mal wirklich zu selten. Wenn ich raten müsste, da wo jetzt rechts von dir dann das Cruiser-Wrack steht, dass die dort hochgefahren sind. Da irgendwie. Sind sie auch hochgefahren irgendwie. Aber ich wusste nicht, dass das geht. Nö, für mich war das urneu. Welcome to Physics. Im Let's Play zumindest. Mist, kann ich nicht wegschieben. Oh. Was ist denn das? Warum kann ich nicht dran vorbeifahren? Kotzschwere Not. Also ich habe schon ordentlich Schaden gemacht, so ist nicht. Ja, hier kann man jetzt hochfahren. Guck mal hier links. Gut, das gibt natürlich das gesamte Camping dafür auf, aber hey. Wow, nichts wie weg hier. Au, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Ja.
Das war... Naja. Naja, ich hab so viel Schaden gemacht. Nee, ich gar nicht. Naja, leider, leider. So, wo sind wir? Wir sind jetzt bei einer Stunde 10. Ja, oh, da geht noch was. Was wollen wir fahren? Boah, mir egal. T46? Ja, T46, deswegen ist die Erfahrung zusammenkrieg. Ey, die Runde haben wir gewonnen. Das gab sogar gute Erfahrung. Nee. Für über 500 gekriegt. 126. Naja. Wenn man erst später zum Gucken reinkommt. Gut. Ja. Alles klar, dann machen wir mal. Also die Crew, der T46 ist leider ein Light, ne? Ich glaube, die Crew könnte ich nämlich bald übernehmen, wenn das so weitergeht. Ja, der ist Light. Vielleicht fahr ich den sogar noch auf den T50 hoch, weil T50 ist schon ein lustiges Ding. Nee, ich kann mit diesem ganzen Scout-Geschiss nichts anfangen. Ja, die geilsten Runden sind sowieso, wenn du mit dem T50 oder so mal ein schönes Fünfer-Gefecht kommst. Nee, ich habe mit dem T28, war ich High Tier. Habe ich meine höchste Gewinnstatistik. Alleine habe ich 8 Kills gemacht. Das war schon cool. Davor hatte ich eine Runde mit dem M5 damals noch. Tier 5. Also, ich würde ja sagen Richtung Cap, aber da wären wir bei unserem Glück die Stux auf jeden Fall. Jawohl, die Stux werden den Cap seitlich bewachen. Denke ich auch. Also, wir sollten wir nehmen Hill. Ich fahre da ungern hin, weil es ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv zum Zielobjekt, aber wenn du dort oben quasi verlierst, schaffst du es meistens im Cap auch nie. Hast du Camouflage drauf? Hä? Was? Da hast du Camouflage auf deinem T46? Ah ne, der ist nur dreckig. Lasse. Es war nur Schatten. Der sah so dunkel aus und so ein bisschen gemasert. Oh. Naja, mal schauen. So. Wir werden so sterben. Wahrscheinlich. Deswegen halten wir uns auch auf der Seite der Düne. Und sind mal noobisch und machen Crap. Im 5A1 und Covenant. Wir machen Crap, genau. Weg hier! Ja, jetzt hätten wir uns beinahe richtig gegenseitig reingecrappt. T34, ey. Wir sind sowas von dran. Schießt du ihm auch gerade auf die kleine Luke? Ich schieße ihm seitlich in die Ketten rein. Och, ich schieße ihm auf die kleine Luke. Churchill, jetzt ist der Spaß vorbei. Ja, ich verstecke mich hier. Soll das Stuck das machen? Komm zurück. Oh. Kanone kaputt und kein Rapkit-Pie. Na, komm zurück. Lasse kommen. Und dann versuchen wir es. Hinter uns. Hinter uns? Oh. Gib Gas, fahr du weg. Ich halte das hier noch. Fahr einfach weg. Ich versuche, ihn beschäftigt zu halten hier. Volltreffer. Eieiei, 105. Ja, der Churchill hat auf mich gewartet. Ja, also... Ja, also. Ja, guck mal, der T28 ist auch blöd. Ich will es gar nicht sehen. Ich guck mir das Elend gar nicht erst an. Achso. Jetzt hat er einen Eingang getroffen. Könnt ihr eigentlich was sagen? Wollt ihr euch das Elend von dem Ende der Runde angucken oder sollen wir einfach weiter und zusehen, dass wir was fahren? Ah, der Weg, das ist wieder da. Ja. Und 110 Erfahrungspunkte gekriegt. Wie viel? 110. Ich habe nur 47. Da hatte ich. Reicht für die Gun. Fast. Mit bis die 15 freie Erfahrung. Nein, ich will keine Free XP. Naja. Oh. Nee. Dann nehmen wir schnell mal die Gun mit rein.